Ja, hey, wacht über euch und unseren arm verirrten Bruder Brage. Einen besseren Kommandanten der Garde wird man diesseits von Am gewiss nicht finden. Eine verblüffende Wandlung für jemanden, der so fromm war wie er. Ohne das Wirken von Kräften der Finsternis ist eine solche starke Veränderung gar nicht denkbar. Wenn er einem bösen Einfluss unterliegt, wäre es vielleicht das Beste, die harte Gerechtigkeit des Militärs eine Zeit lang auszusetzen. In der Garnison wird er keine Zuflucht finden, doch wenn er sich in den Tempel begebe, nur der muss um der Wiedergutmachung willen nicht notwendigerweise mit dem Leben zahlen. Kann ich euch in irgendeiner Weise behilflich sein? Ja, Dienste. Erstmal, wenn wir schon hier sind, sind wir mal großzügig, spenden 200 Goldmünzen. Eure Spende für den Tempel war ansehnlich, Volos dumme Inspektion hat meine Einnahmen halbiert. Wenn ich ihn das nächste Mal sehe, werde ich ihn mir mal zur Brust nehmen. Ja. Aber nun wollen wir Tränke kaufen. Falsch, kaufen ist hier hinten. Immer noch 78 für einen Heiltrank. Ist immer noch nicht so billig. Und eine Formelstein zu Fleisch, die kaufen wir erstmal so. Jetzt kaufen wir entweder zwei Stacks. Oder so viel wie er hat. Weil manche Tempel sind, glaube ich, auch in den Heiltränken begrenzt. So. Aber zwei Stacks haben wir schon mal rausgekriegt. Damit können wir die hier alle mal nachfüllen. Und ja, hier noch einen für Notfälle geben. Imoen und Dünner hier sollten eigentlich keine brauchen. Die sollten eigentlich immer gucken, dass sie auf Distanz bleiben und nur so viel Wunden einstecken, wie wir dann selber wegheilen können. So. Übrigens ist der Schild toll. Zwei Rüstungspunkte nämlich. Jetzt sind wir nämlich auf 0. 0 ist schon mal gut, dann brauchen Gegner nämlich den vollen ETW, um uns zu treffen. Negativ wäre natürlich noch besser, aber dafür bräuchten wir... Oh, stimmt, das könnten wir doch schnell gucken. Nicht schlechter als das. Schlecht. Kein Wunder bei der Eisenknappheit. Ja. Was verkaufst du noch an Rüstungen und wie viele davon? Genau, ein Plattenpanzer. Kaufen wir mal zwei Plattenpanzer und ziehen die auch noch an. Sind Plattenpanzer leichter? Nein, 50. So. Minsk ist mit seinem Ankeck-Panzer ziemlich gut bedient. Und Yahira trägt sowieso schon eine... einen Schienenpanzer, genau. Imoen und Hüder hier können sowas gar nicht tragen. Gut. Der Kunde hat immer recht. Da möchten wir die beiden mal loswerden. Die brauchen wir nämlich nicht mehr. Gut. Jetzt haben wir schöne Rüstungsklassen. Minus 1, 0, 0, 0. Naja, gut, 3 und 8. Ja, gut. Das 3 ist ja noch gerade so zu kompensieren. Die 8 sind eher schlecht. Dafür trägt jeder hier halt viel Zeug, was ihr zusätzlichen Schutz bietet. So. Beinahe unter meiner Hürde. Darauf könnt ihr euch aber verlassen. Na, das hoffe ich doch mal. Okay, wir wollen einmal adlig schlafen. So. Ja, oh allgegenwärtige Autoritätsperson. Du halt jetzt bei Imoen.
So heißt sich selber. Ihr habt eine Aufgabe. Zweimal. Du heißt Winsk. Du identifizierst die Pfeile. Einmal Feuerpfeile. Die schleppt mal irgendwer mit sich rum, solange wir sie brauchen. Weil die Köchern von den dreien nehmen sie keinen Platz weg. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. So, und dann nochmal mit Kali teilen. Ihr habt gerufen. So, du legst das ab und kriegst nochmal magische Geschosse. Ja, nichts leichter als das. Darauf könnt ihr euch aber verlassen. So, und dann schlafen wir noch einmal. So, gut. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Und das war erstmal der kurze Zwischenstopp in Dashke. Tränke kaufen und hochheilen. Dann geht's jetzt wieder gen dann geht's jetzt zum Jahrmarkt. Und hier klingt schon mal die Musik ganz anders. So, ich würde mal sagen, bevor wir den Jahrmarkt selber betreten, gucken wir uns erstmal außen rum um. Ob sich hier nicht aus Versehen noch Kobolde rumtreiben. Wir haben zwar Malahi ihren Meister getötet, aber es kann sein, dass hier noch verstreut Kobolde ihr Unwesen treiben. In der Nähe von Dashke. Wir haben ja schon in der Minenumgebung welche gefunden. Das kann es gut sein, dass wir auch hier welche finden. Deswegen gucken wir uns gut um. Gucken mal nördlich, was wir dort sehen. Dort scheint ein weiteres Gebiet zu sein. Nichts leichter als das. Dass wir irgendwann mal abgehen können. Und der Jahrmarkt ist 8 Stunden weit weg. Und ja, was habe ich über Kobolde gesagt? Da hat sich eine ganze Horde verstreut, nachdem wir Malahi getötet haben. So. Gut. Was? Gut, ja. Einer hat sich nach da hinten verkrümelt. Ihr braucht meine Hilfe, um all gegenwärtige. Den könnt ihr töten. Beinahe unter meiner Würde. Wie die durcheinander reden. Klingt das furchtbar. So. Wir haben jetzt wieder Gold ausgegeben. Also sollten wir gucken, dass wir ein bisschen Gold einnehmen. Ich schleppe jetzt nicht extra die Schwerter oder so mit mir rum. Nichts die Zeit haben wir schon hinter uns. Eine Aufgabe? Aber das Gold nehme ich wenigstens, was die Kobolde bei sich hatten. Es kann nämlich auch mal passieren, dass ein Kobold zufälligerweise ein bisschen mehr Gold dabei hat. Das ist nämlich immer so zufallsbehaftet. Nächste Koboldhorde. Ja, es ist gut, dass wir hierher gekommen sind und uns umsehen. Und Gahira hat ihren Level abgekriegt. So, dann machen wir die doch gleich mal eine Stufe höher. In große Schwerter. Dann kann sie nämlich irgendwann Krummsäbel benutzen. Was gar nicht mal so schlecht ist. Und sie kann jetzt Zauber der zweiten Stufe lernen. Seht ihr, die wurden jetzt hier freigeschalten. Also vorher war ja hier nichts, so wie bei der dritten Stufe, nur bei der ersten Stufe. Rindenhaut. Bringt eigentlich nichts. Weil jeder von uns fast eine niedrigere Stufe Rüstungsklasse hat. Also das hier setzt die Rüstungsklasse auf 6. Das würde nur bei Düner hier etwas bringen. Nee. Was wir gerne hätten, wäre einmal Gift verlangsamen. Weil wir haben ja schon gemerkt bei den Hobgoblins, als die uns vergiftet haben, die Eliten, dass das garstig war. Und einmal Flammenklinge hätte ich gerne bei ihr. So. Was wollt ihr? Gut. Und jetzt
gucken wir mal, was die Kobolde bei sich hatten. Schon mal einen Ring. Und Münzen. So. 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 Und ich habe beschlossen, weil es besser passt, kriegt Talisa den Helm. Und Minz kriegt seinen gehörten Helm. Der passt doch besser zu Minz. Gut. Als dieser Flügelhelm. Ja, beinahe unter meiner Würde. Helme sind wichtig. Sie verhindern kritische Treffer. Also wenn ein Gegner mal eine 20 würfeln sollte. Das wäre vor allem bei Ogern ein bisschen extrem. Dann würden, könnten sie mich sogar jetzt noch one-hitten. So, jetzt ist hier aber ein Kobold abgehauen. Den möchte ich doch noch gerne finden. Genau der da. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. So, stirb Kobold. Und dann plündern wir dich aus. Ja, das klang jetzt gerade ein bisschen harsch formuliert. Wir nehmen uns einfach das, was du geklaut hast. So. Und schauen uns weiter um, ob wir noch mehr Kobold-Horden hier finden. Ich hätte nicht aussprechen sollen. Jeder Kobold gibt einen Erfahrungspunkt. Ist besser als nichts. Das heißt, 20 Kobolde sind schon mal 20 Erfahrungspunkte. So, der Kobold, der läuft weg. Ja, ich hab genug davon. Währenddessen kann ich hier kurz mit Imoen plündern. Einen Ring. So. Ich hab genug davon. Ja, beinahe unter meiner Würde. Na, dem wir auch noch das gestohlene Gold ab. Eins. Das war beinahe unter meiner Würde. Also ja, Kobolde sind keine so guten Diebe, manchmal. Beziehungsweise wahrscheinlich haben sie das Gold, was sie gestohlen haben, auf sich aufgeteilt und die arme Sau hat gerade mal eine Münze abgekriegt. Kann auch passieren. Und die Musik klingt hier interessant. Naja, die will auch ein bisschen darauf hinweisen, dass hier der Bazar ist. Der Jahrmarkt. Bazar, wie komme ich auf den Bazar? So. Süden. Ah, hier ist schon der Jahrmarkt. Jedenfalls ein Zelt. Das können wir doch gleich mal reinschauen, wenn wir schon hier sind. Okay. Das sieht nicht gerade so aus wie ein Zelt, in dem wir lange sein sollten. Nichts leichter als das. Schwarzer Lotus, erweitert deinen Verstand. Solltet ihr bei Gelegenheit mal versuchen. Das hier ist eine Drogenhölle. Nichts leichter als das. Die sind alle total zugekifft, deswegen steht das Zelt wahrscheinlich auch am äußersten Rand des Jahrmarkts. Dass niemand es so leicht findet. So. Den Jahrmarkt kurzzeitig mal wieder verlassen. Was ist in diese Richtung vom Jahrmarkt? Da sehen wir nur den Turm, über den Imoen gelesen hat. Vielleicht erfahren wir ja in Beringost was über diesen Turm. Eine Katze und da steht einer namens Lal. Wir haben Gott kurz Zeit, so mit euch reden. Oh Gott, keine Zeit. Jo. Ich schwöre es. Ich habe etwas ganz Großes gesehen, das sich hinter meinem Haus
in der Erde herumgetrieben hat. Ich habe jetzt immer ein Feuer brennen, solange ich es damit von meinem Hof fernhalten kann. Ist mir egal, was es ist und woher es kommt.